Das hier ist das gute Stück. Pioneer irgendwie irgendwas. Ich blende das mal eben ein. So, die klebt man an die Scheibe. Das hier ist quasi die Antenne und der Empfänger. Und darunter ist so eine kleine, ja, so ein Bereich, so ein Kupferpart. Der muss an die Karosserie geklebt werden. Also, ich habe das jetzt einfach hier hinten ganz normal verkabelt mit dem Radio. Und hier hinten durchgeführt, da ist überall viel Platz. Hier hinten viel Space, wo man Kabel durchführen kann. Aber super easy ist es dann, weil man das Kabel hier einfach an der Seite reinschieben kann. Und dann kommt das hier oben wieder raus. Und dann klippen wir das hier ab und schieben es hier zwischen der Gummidichtung durch. Und kommen hier vorne wieder raus. So, dann müsst ihr da, wo ihr die Antenne ankleben wollt, also das Kupferstück, müsst ihr ein klein wenig den Lack ankratzen, sodass die Antenne Kontakt mit dem Metall hat. Dann der Kupferpart. Der klebt schon mal. Ich habe nur einen wichtigen Schritt vergessen. Hier ist ein kleines Tuch dabei, in Alkohol getränkt, mit dem man vorher die Fläche reinigen sollte, bevor man es aufklebt. Aber kein Problem. Kann man ja immer noch so ein bisschen drüber wischen, wa? Also zuerst Scheibe reinigen und dann Klebestreifen abziehen. Das wäre die logische Reihenfolge. Überprüfen, passt das so? Passt so. Mal das Kabel wieder in die Verkleidung. So, Verkleidung wieder ran. Hier ist allerdings wichtig, dass ihr euch nicht mit dem Airbag in die Quere kommt. Verkleidung ist wieder dran. Antenne klebt auch. Ja, und es fällt doch gar nicht so krass auf, wie ich ursprünglich befürchtet habe. Also, mich stört das ehrlich gesagt ein bisschen, wenn hier vorne was klebt, aber es ist doch gar nicht so auffällig, wie ich dachte. Gut, dann Kabel hier entlang runter, hier schwubbidi-wubbidi-wupp, hinten nochmal befestigen und dann sieht man das auch alles nicht mehr. Schauen wir uns das mal eben an, besser gesagt hören wir uns das eben an. Das ist übrigens das Sony XAV850D. Davon gibt es nochmal ein extra Video, in dem ich euch zeige, wie ich das einbaue und auch die Rückfahrkamera. Man hier anschließen kann. Ich zeige euch mal eben die Kamera. So, das hier. Das findet ihr alles in dem anderen Video. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück zum DAB-Empfang. DAB Plus. Na also, das Ding. DLF Kultur. Nice. Funktioniert perfekt. Alle möglichen Sender. Auf Knopfdruck voller Empfang. Perfekt. Ja, das ging ja jetzt ganz schnell und easy. Alle verwendeten Produkte findet ihr unten in der Beschreibung. Falls ihr noch mehr Tipps und Tricks und Anleitungen braucht, wie man hier Dinge einbaut, schaut mal in die anderen Videos rein. Ich bin selber kein Profi. Ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht aus mit Elektronik und mit Autos und mit keine Ahnung. Aber alle Dinge, die ich hier mache, mache ich soweit ich kann alleine. Und wenn ich das hinbekomme, bekommt ihr das auch hin. Was steht noch an? Ja, ich möchte das Auto noch weiter umbauen. Ich möchte noch eine Carbonhaube ranbauen, ein Spoiler-Kit, vielleicht noch einen anderen Heckspoiler, im Innenraum noch ein paar Dinge machen, vielleicht die Verlegung, dann irgendwann mal noch andere Felgen, andere Reifen. Also es gibt noch so viel zu tun. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Erstens, indem ihr mir die Videos schaut und vielleicht ein bisschen kommentiert oder mir einfach ein bisschen Feedback gebt, das würde mich freuen. Falls ihr Bock auf eine Zusammenarbeit habt, also dass ich euer Auto fotografiere oder filme, schreibt mir eine Nachricht, würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Peace out.